Es ist Wahnsinn, weil sie kommen aus ganz Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie noch aus dem Ausland kommen. Es ist total Wahnsinn. Also Party ohne Ende. Für den Raver Nico Ruhm aus Frankfurt am Main scheinen Weihnachten und Ostern auf einen Tag zu fallen, als er sich mit dem Bus der Hauptstadt nähert. Umso näher man nach Berlin gekommen ist, umso mehr hat man diese Leute gesehen, Leute, wie man selber war. Und das wurde dann von der Stimmung her, als das immer weiter konzentriert wurde, immer stärker, bis man dann in Berlin war. Und dann überall in Berlin hat man dann die Raver gesehen mit bunten Klamotten und so dieses Typische, was halt damals die Leute anhatten. Und es war ein riesen Kribbeln im Bauch. Die Love Parade. Im heißen Sommer 1996 zieht sie fast 1 Million Menschen in die Berliner City. Das Fernsehen kann das nicht widerspiegeln. Du siehst da irgendwie ein paar Verrückte halbnackt rumtanzen und denkst dir, oh mein Gott, was treiben die denn da alle? Die haben sie doch nicht mehr alle. Und die Musik, um Gottes Willen, das macht ja nur bum bum. Aber wenn man dann dort ist, das ist ein Gefühl. Und da hat sich auch so manch ältere Generation nicht entziehen können. Also es war auch so, dass man auf der Love Parade ganze Familien gesehen hat, die sich das natürlich angucken wollten oder auch ältere Herrschaften. Und die haben sich dem Beat auch nicht entziehen können. Wo habt ihr die tolle, gute Laune hier? Wenn so viele Menschen unterwegs sind, dann ist man doch meistens genervt. Es ist einfach die Stimmung, die steckt an und das macht einfach Spaß so. Also wir haben keine Drogen genommen oder so, wir haben ein Bier getrunken, das war's. Steckt einfach an so. Das sagt jeder, ne? Immer jeden, den ich treffe, der sagt, wir haben keine Drogen genommen. Nee, überhaupt nicht. Habt die Szene nimmt schlechte Laune oder was? Guckt euch doch mal die Leute an, das ist einfach super, oder? Wir haben ein kleines Pillchen genommen oder haben ein Nasenspeed gezogen. Das gehörte dazu. Es gehört, wie zu jeder Musik, gibt es irgendwelche Drogen und das gehört halt dazu. Es war vorhanden. Wir haben uns eher an Red Bull gehalten. Das war eher so unsere Droge. Ja, zuckersüß, aber es hat gewirkt. Das war so, wir waren da ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, wir haben genauso auf die Kacke gehauen wie all die anderen. Traurige Bilder hier am Ernst-Reuter-Platz. Wir haben hier beobachtet, dass die Raver mittlerweile im Müll sitzen. Ja, da fragt man sich, wie kommt es? Nicht der Drogenkonsum, sondern die Müllberge sind das Hauptproblem der Riesenparty. 10 Jahre später wird der Berliner Senat auch deshalb dankend auf die Love Parade verzichten.